Sieger nach 44 Sekunden der ersten Runde. Der Silver Goldträger aus Köln, der Diamond Boy, Mario! Und nicht mehr in der Nachtstag, hier in Martin. Hat er nicht die Rippe gebrochen? Ich glaube, vom Herz.
Ja, also ich habe bis jetzt Informationen gehabt, dass ein Verdacht auf Rippenbogen besteht. Schlagwirkung lautet, wenn man sich da mal der Leberwagen und der war der entscheidende Treffer bekommen. So war's. Konstantin Erlich ist auf dem Weg gleich ins Krankenhaus. Der Ringarzt-Peter Blumholz ist zwar nicht dabei und ich werde gleich neue Informationen dort bekommen und werde dann endlich weitergehen. Viele Sachen nächstes Jahr, wo ich Angebote bekommen habe. Das World Cup wäre der WBC, der Sieger ist der offizielle Herausforderer. Und dann gibt es noch ein Angebot UEFA Championship, der soll statt in Hamburg und kurz in Dubai. Es gibt viele Angebote und da bin ich gerade am Gucken, was das beste Angebot ist. Als Sportler muss man immer umgehen. Das Finanzielle ist das Wichtigste bei einem Sportler. In der Würze liegt die Würze. Und wie gesagt, wir haben. Mein Instagram-Reporter ist mein Trainer und der mit Klein, Geschäftsführer, wenn ich so mal wir haben, ich will gucken, was das Beste für mich. Ich denke, das Sportler ist das Beste, aber ich will auch die ganzen WBC-Gürtelvereine und alle sammeln. Wenn ich alle sieben habe, dann muss auch Klitschko gegen mich sowieso machen. Wenn ich den Sportler mache oder alle Gürtel haben, wo soll es hinführen? Nur zu einer Gehörpaar. Bitte.